In den Gesundheitsämtern in Hannover hat ab jetzt die Bundeswehr Telefondienst. Die Behörde kommt mit der Kontaktnachverfolgung von Corona-Infizierten nicht mehr hinterher. Hat um Amtshilfe gebeten. 40 Soldaten werden nun angelernt. Auch für sie ist das noch ungewohnt. Bisher gab es eben Einsätze im Rahmen der Hilfeleistung bei Hochwasser, bei Schneekatastrophen, bei Waldbränden. Aber das ist wirklich eine besondere Herausforderung. Und vor dieser stehen überall Ordnungsämter, die immer weitreichendere Aufgaben übernehmen sollen. Die Überprüfung der Obergrenze von privaten Feiern ist jedoch kaum möglich und rechtlich strittig. 3 Bundesländer winken wegen des erheblichen Eingriffs in die Unverletzlichkeit der Wohnung von vornherein ab. Denn ob sich mehr als die erlaubten 10 Personen zu Hause treffen, ist von außen nicht erkennbar. Und rein dürfen Ordnungskräfte nicht mal soeben. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach bei Familie Müller oder Familie Schmidt klingeln und sagen, wir würden gerne mal die Wohnung betreten und uns anschauen, wie viele Personen hier unterwegs sind. Anders sieht es aus, wenn es einen Anfangsverdacht gibt. Nachbarn eine Party also melden oder sie auf den sozialen Netzwerken angekündigt wird. Dann ist die Polizei in diesen Zeiten sogar verpflichtet auszurücken. SPD-Gesundheitsexperte Lauterbach wünscht sich deshalb wachsame Augen und Ohren. Die Bevölkerung muss auf jeden Fall helfen, denn die Kontrolleure können das ja nicht alleine alles leisten. Und ich glaube, wir brauchen einen Wandel in der Einstellung. Hier geht es nicht um Denunziantentum, sondern um Ehrlichkeit den Gefährdeten gegenüber. Um überhaupt erst einmal im öffentlichen Raum die Maßgaben zu schaffen, wird in Berlin nun umgeschult. 240 weitere Mitarbeiter sollen keine Knöllchen mehr an Falschparker verteilen, sondern nur noch die Corona-Regeln kontrollieren. Bis in die Nacht hinein.